Guten Morgen hier in Afrika. Der letzte Tag unserer Reise bricht gerade an. Die Nacht war richtig schön im Zelt, ganz gemütlich, wenn auch relativ kalt. Man sieht die Wolken am Himmel, machen es bedeckt. Und du würdest am liebsten noch weiter schlafen, ne? Aber nicht auf meinem Oberschenkel, Schätzelein. Nein, auch nicht auf meinem Schoß. Oh. Damit wird man dann so geweckt, ja, an so einem Morgen. Afrikanische Katzen, auch sie brauchen Liebe. Ganz viel sogar. Genauso wie die Motorräder. Markus macht gerade noch eben das Kennzeichen sauber, da die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir in Europa Probleme bekämen, wenn wir mit unseren Wüstensand- und Riffgebirgs-Matschversauten Nummernschildern so einreisen. Besser ist es, ne? Kann glaube ich, teuer werden. Volker, bei dir sieht es auch gut aus. Oh ja, sehr schön. Hm? So nochmal eine extra Portion Matsch. Ja, erst einmal schön einweichen lassen, den ersten groben Matsch weg. Und dann mit dem Besen wunderschön, so wie die Zähnchen, ne? Genau, mach ich auch gleich einmal. Sieht doch gut aus. Volker, soll ich dein Kennzeichen auch mal eben mitmachen? Kannst du gerne machen. Ich glaube, hier das Rücklicht wäre auch nicht verkehrt, wenn das nochmal ein bisschen heller leuchtet. Ja, wir fahren ja schließlich auch in der Nacht, da muss das Rücklicht auch sauber sein. Wobei, wir fahren so, wir wollen nach Hause, wir fahren durch, wir brauchen das Rücklicht überhaupt nicht, weil wir bremsen nicht. Boah, Volker, du hast echt hier ordentlich Spack. Du hast auch Öl damit drin, kann das sein? Deine Schuhe, ja, vom hier. Kettenöler, ja. Boah, man sieht dein Rücklicht fast gar nicht. So, wunderschön. Tipptopp. So kann es wieder nach Europa gehen. Den Besen lassen wir aber hier. Ciao. Danke für alles. So, mit Helm ist immer ein bisschen schwierig umarmen, aber wir machen das trotzdem. Aber kommen Sie wieder. Ja, auf jeden Fall. Wir haben noch nicht alles gesehen. Wir müssen noch mal wiederkommen. Ein, zwei Straßen fehlen. Ja, ein paar Sträßchen noch, dann haben wir es. Und so nehmen wir die letzten 58 Kilometer auf marokkanischen Straßen zum Hafen nach Nador in Angriff. Für die Nacht im Zelt habe ich beim Camping Riad Ocean View 100 Dirham, also knappe 9 Euro gezahlt. Das nenne ich mal kostengünstiges Reisen. Dazu Topwetter, was will man mehr? Diese Straße kommt aber wieder bekannt vor, ne? Ja. Das ist echt, glaube ich, die allerschlimmste Straße von Marokko. Wenn man hier reinkommt und man direkt belagert wird. Wir brauchen aber Pass und sowas, ne? Jetzt habe ich hier meinen Handschuh ausgezogen. Ah, ich muss meine Kamera ausmachen, ne? Das wäre vielleicht gut. Einen Kontrollposten später sind wir plötzlich einer mehr. I lost my bike. You lost your bike? Yeah, I scratched my basket. I was riding really quick. Okay. In a bus in the mountain. Yeah. You follow me? We go together? Yeah. He has the tickets. But he's always relaxed.
so witzig. Ey, kaum sind wir hier eingefahren, kommt auch der Schweizer wieder. Ist doch Schweizer, ne? Schweizer. Von hinten angedüst und fährt mit uns auch wieder zurück. So, vom ersten Check geht's jetzt zum nächsten. Wir wollten hier einmal unsere Pässe sehen, haben wir uns die Foodpässe gegeben, die kleinen Tickets fürs Moto. Und jetzt geht's weiter. Der Schweizer weiß, wo es lang geht oder auch nicht. Entrée, Entrada, da, der sagt ja. Okay. Eieiei, lange Schlangen. Wir müssen ja auch als Erste wieder runter von der Fähre, weil wir nach Barcelona fahren nur und nicht bis nach Set. Dann haben wir hier witzigerweise noch den Freddy getroffen, den ich ja schon kenne, weil wir mal zusammen ein YouTube-Video gedreht haben, der auch einen YouTube-Kanal hat. Und da kommt gleich die Fähre. Oh Freddy, du warst jetzt wie lange in Marokko? 3 Wochen. 3 Wochen. Und was sagst du? Meidet den Norden, geht in den Atlas rein und genießt den Süden. Mhm. Je weiter ihr südlich kommt, desto besser wird's. Okay. Caro, total fasziniert von meinem Motorrad. Ich habe sie fast gar nicht erkannt. Das ist einfach mal die T7 mit einer richtig coolen Beklebung. Sieht ganz anders aus einfach, finde ich. Gibt dem Motorrad irgendwie auch eine andere Form? Weiß nicht, was das ausmacht, ne? Vielleicht kann man Queenie ja auch für eine T7 halten, wenn ich sowas draufklebe. Nicht wirklich, nein. Und dann fahren die ersten Fahrzeuge von der Fähre, mit der wir nach Hause schippern wollen. Es kommt sogar eine Afrika drin, die Markus die hat hier an, oder? Herzlich willkommen hier in Marokko, Leute. Viel Spaß euch. Ey, super, ey. Die ganze Zeit super viel Hammergarten. Die Freude über dieses unverhoffte Afrika-Twin-Treffen wird auch erstmal der letzte Grund für gute Laune gewesen sein. Denn jetzt liegt viel Wartezeit vor uns, mitten in der hitzigen Sonne. Einige Schweißtropfen und Reisegespräche später gibt man uns ein Zeichen. Wir können weiter. Yes, endlich. Ab aufs Schiff. Zu früh gefreut. Aufs Schiff dürfen erstmal nur diejenigen, die bis Set fahren. Wir, die nur bis Barcelona wollen, werden, bis es dunkel wird, an einem anderen Ort im Hafen geparkt. Na super toll. Yay. Okay, läuft. Hallo Freddy, wir sind auch schon fast an Bord und sitzen auch schon an der Bar. Nicht genau. Nein, uns haben die gesagt, noch 2,5 Stunden, dann sind wir auch drin. Nein. Nee. Leute, es ist so spät. Wir haben 1,5 Stunden Verspätung schon jetzt. Die Fähre sollte ablegen um 7:15. Wir haben es jetzt, ich glaube, 7:30 und die steht noch und wir sind noch nicht mal drauf. Oje, oje. So, angekommen auf der Fähre in unserem Zimmer. Es ist größer als die letzte Fähre, die wir hatten auf dem Hinweg. Eine neuere Fähre ist es, glaube ich, sehr schön. Und so schippern wir jetzt mit ziemlich Verspätung nach Barcelona. Und von da geht es dann noch 1570 Kilometer oder so nach Hause. Ja, mal gucken. Ne? Ich werde jetzt viel schlafen die nächsten 1,5 Tage hier auf der Fähre. Weil ich will diese letzten Kilometer so schnell wie möglich hinter mich bringen, damit ich noch so viel wie möglich freie Zeit habe, bevor mein Urlaub vorbei ist. Und die dann mit meinem Liebsten zu verbringen. Den vermisse ich nämlich ganz furchtbar schon. Und genau, deswegen will ich so schnell wie möglich nach Hause. Ja, genau. Also Leute, ich sag mal Tschüssi. Ich werde vielleicht noch hier auf der Fähre ein bisschen filmen. Aber
genau, ich denke, viel wird es da nicht mehr geben, denn es ist alles gefilmt, was hätte gefilmt werden sollen, denke ich. Es war eine krasse Reise und eine wahnsinnig tolle Erfahrung mal wieder. Ja. Die über 30 Stunden auf der Fähre nutze ich, um Videos zu schneiden. Ganz zur Freude meiner Mitreisenden. Ist das ein komischer Übergang? Ja, das ist ganz gut. Wenn das da oder da, hier, es passte hier nicht, aber man musste es da ein Stückchen nach vorne ziehen. Und dann passte es hier besser. Und hier damit ja auch, weil das zum Takt ja, verschoben ist. Rechnerfehler. Noch beim letzten Frühstück dieser Reise. Ja, wir könnten jetzt hier in der Kantine, wir könnten jetzt mal erzählen, was denn so unser Resümee von der Reise ist. Das Resümee von der Reise ist ganz einfach. Wir müssen doch mal hier hin. Nochmal auf die Fähre? Nochmal auf die Fähre, nach Marokko. Auf jeden Fall. Also ich finde Marokko ist auf jeden Fall eine Reise wert. Weil die Landschaft ist extrem abwechslungsreich, ne? Von der Küste über die Gebirge bis zu diesen Wüstengegenden, ganzen Tracks, die du fahren kannst, zwischen, du kannst ja wirklich guten Asphalt fahren, schlechten Asphalt, Schlaglochpiste, du kannst den Schwierigkeitsgrad einfach super an die eigenen Fähigkeiten anpassen. Die Leute waren super, offen, neugierig, freundlich, herzlich, gastfreundlich. Städte sind Städte, das gilt wie bei uns, wenn du in Berlin bist. Das ist nochmal natürlich so eine spezielle Subkultur dann irgendwie. Ne? Da hast du dann auch die Aufdringlichkeiten und ein paar seltsame Vögel dabei. Aber das hast du in der ganzen Welt. Groß, also 3 Wochen, reicht halt für einen Teil aus. Insbesondere wenn man irgendwie Offroad fahren will. Ne? Das Einzige, wo ich sagen würde, das ist mir negativ aufgestoßen, das war diese unfassbaren Mengen an Müll teilweise, die in der Landschaft rumflogen. Das war wirklich schockierend. Teilweise die Orte, da standen die wirklich im Dreck. Es machte wirklich den Eindruck, ob die jetzt nichts Besonderes zu tun hätten für den Moment. Da habe ich manchmal gedacht, so, weiß ich nicht, ist den Leuten mal so eine Schaufel in die Hand drücken und sagen, ja, wenn ihr gerade nichts zu tun habt, räumt ein bisschen auf. Da habe ich so ein bisschen gedacht, so, wo ist denn eure Selbstachtung? Also ich würde so nicht leben wollen. Da war ich echt erschrocken, ne, über diese Mengen von Müll. Aber das war nicht überall, das waren so spezielle Ecken. Also ich werde hier definitiv nochmal hinfahren. Gut, wenn du diese Reise nochmal machen würdest, Volker, was würdest du anders machen? Als allererstes muss ich sagen, mein Trikotsack, den werde ich besser pflegen, weil da hat sich dann ein bisschen Keime gebildet, die nicht so gut waren. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Sprich Silber rein. Ja. Okay. Markus, was würdest du anders machen? Noch weniger Gepäck. Ich würde das Zelt gar nicht mitnehmen, tatsächlich. Weil ich sag mal, die 1000er Twin, also ich liebe dieses Fahrzeug. Ne? Ich komme damit auch im Gelände zurecht, aber sie ist grundsätzlich ist es natürlich auch ein Brocken. Ne? Und umso weniger sie wiegt, umso besser. Und mehr Zeit. Ja. Und ich glaube, so die Streckenwahl nochmal ein bisschen genauer recherchieren im Vorfeld. Ich höre daraus, du hättest wahrscheinlich gerne noch ein bisschen mehr Sand und Offroad-Piste gefressen. Dein Hunger ist noch nicht gestillt. Nein. Auf keinen Fall. Und richtig in der Wüste campen, unterm Sternenhimmel, pechschwarz, Totenstille, keine Ahnung, 3 Grad, man sitzt da, guckt nach oben. Ja. Und da ist einfach mal nichts. Ne? Also wenn ich was anders machen würde, dann würde ich das eine Abendessen auslassen, nachdem es mir so schlecht ging. Aber das weiß man halt auch oft dann vorher nicht. Also ich wusste das ja vorher nicht. Aber so insgesamt, ich finde dafür, dass wir zum ersten Mal zu viert gereist sind,
hat das richtig gut funktioniert. Also ich hatte da Schlimmeres erwartet, ehrlich gesagt. Es hat ja keinen großen Knall gegeben oder so. Ich meine, wir können das jetzt noch mal kurz... gibt es noch irgendwas, Leute? Wollen wir jetzt mal... Nein, das war wunderbar. Komm hier runter bei die Fische. Was gibt es noch zu kritisieren? Dass wir zu viert unterwegs waren, gibt es gar nicht zu kritisieren. Ich fand das auch mal eine Erfahrung, weil ich das noch nie hatte zu viert. Und die Erfahrung, die habe ich sehr genossen, zu viert unterwegs zu sein. Ne? Da könnte man sich auch mal trennen, zwei Zweiergruppchen bilden. Das war gut. Das war eine gute Idee. Das stimmt. Also zu dritt würde ich jetzt überhaupt nicht empfehlen, glaube ich, weil das ganz komisch ist. Ja. Aber so eine runde Zahl, das kann man wohl machen. Ne? Ja. Vier ist gut. Also man konnte bei den schwierigen Geländeteilen dann ruhigen Gewissens aufteilen, weil immer zwei zusammengeblieben sind. Oder als es dir dann schlecht ging. Ja. Das ist natürlich gut bei dir. Darauf sollten wir anstoßen, ein allerletztes Mal hier. Genau. Wir stoßen mit Wasser an. Ja, weil wir gleich auch schon fahren von dieser Fähre in Barcelona. Die Fähre kommt ein wenig früher an als geplant. Ja, geil, deswegen, oder? Wo wir später abgefahren sind. Mega. Ja. So hat das Ganze nochmal einen positiven letzten Nebeneffekt. Gleich schön. Alkoholfrei, auf eigenen Rädern Richtung Heimat. Das sind 1500 Kilometer. Ja. Wir haben mal gerechnet mit irgendwas zwischen 15 bis 20 Stunden Fahrt. Und dann können wir morgen... Ja, klar. Ich weiß noch nicht, ob ich durchziehe. Es kann durchaus sein, dass ich irgendwann, wenn ich müde werde, dann suche ich mir irgendeinen Auberge oder irgendwas. Ja. Schlaf dann immer ordentlich aus und komme einen Tag später lieber zu Hause an. So schnell wie es geht heim, aber alles immer noch mit einem gesunden Blick für den eigenen körperlichen Zustand, sodass man auch sicher unterwegs sein kann. Genau, Sicherheit kommt immer zuerst. Genau. Ja, ja. Und in diesem Sinne, wir sind alle heile von dieser Reise wiedergekehrt. Und da kommt, glaube ich, auch schon unser Essen. Merci. Ah, ne, er spricht Italienisch, grazie. Also, ja, dann würde ich sagen, nach der Reise ist vor der Reise. Wo es als nächstes hingeht, keine Ahnung. Werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Und bis dahin, erstmal eine gute Zeit, gute Fahrt und... Ja, bis bald. Bis bald. Genau. Fahrt nach Marokko. Ja, genau, Marokko. Ach so, ja, genau. Das mit dem Erdbeben im Übrigen, ne? Viele haben vorher gesagt, so wollt ihr wirklich nach Marokko wegen dem Erdbeben, war überhaupt gar kein Problem. Und wir waren richtig gern gesehene Gäste, also fahrt nach Marokko. Genau. Und dann treffen wir, big surprise, den Schweizer. Do you have a problem to be on YouTube? No. No? Okay. What's your next journey? I will try maybe to go to Georgia. Maybe directly by plane to do 1 week enduro. Maybe go by the road through Balkan, Turkey, Azerbaijan, then Georgia and back. Mm-hmm. This could be a trip, like 2 weeks, 3 weeks. Cool. Yes, I wish you a good time. Yeah, thank you. Für die ja eigentlich 4 Motorräder plus Fahrer zahlen wir insgesamt mit Kabine 676 Euro. Barcelona erreichen wir mitten in der Nacht und fahren so schnell wie erlaubt, so weit wir können. Ja, Freunde, hier Grüßchen aus Frankreich mittlerweile, von der Tanke mit einem doppelten Espresso. Es ist 4 Uhr, wir haben schon die ersten 300 Kilometer, würde ich sagen, jetzt schon geschafft. Und es geht echt gut zu fahren. Wir fahren hier über die Mautstraßen und... ja, also aus Barcelona rauszukommen, war erstmal ein bisschen Gefranse, aber am Ende haben wir es dann doch geschafft und seitdem sind wir dann auf der Autobahn gut unterwegs und es ist echt cool, also mal so nachts zu fahren und schon einiges an Kilometern zu machen, bevor der Tag überhaupt begonnen hat. Das mit den 1,5 an einem Tag ist dadurch wirklich gut machbar, wenn man abends um 12 Uhr oder 1 Uhr sind wir, glaube ich, losgefahren von der Fähre aus. Startet. Naja, so richtig gut machbar war es dann mit den 1500 Kilometern an einem Tag doch nicht mehr. Regen und Stau erschwerten das Durchkommen. Nach einer Nacht und einem Tag durchgehend auf dem Motorrad waren wir so müde, dass wir doch noch eine Übernachtung im Hotel gebraucht haben, bevor es dann nach Hause ging. Insgesamt habe ich in den 21 Tagen der Reise 5376 Kilometer zurückgelegt und währenddessen natürlich nur perfekte Filmaufnahmen gemacht.
willkommen zu einem neuen Video. Jetzt kommt da hinten einfach mal so ein fetter Laster vorbei. Ja, den warten wir nochmal eben ab. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Straßenrand aus Marokko, aus der Dadis-Schlucht, wo wir gerade durchgefahren sind. Und ja, mit diesem Video startet eine neue Reiseserie durch Deutsche. Ein riesen Wohnmobil. Noch mehr Deutsche. Und noch mehr Deutsche. Rentner, die wir ihren Lebensabend verbringen. Okay, gut, das soll nicht unser Thema sein heute. Und in der Wüste waren wir beide hier in Marokko auch schon. Und von dieser Erfahrung. Hi, ich bin Caro. Hi, ich bin Caroline, 35 Jahre, und als ich mit 29 Jahren meinen Motorradführerschein hatte. Hi, ich bin Caroline. Ich bin Caroline, 35 Jahre, und als ich mit 29 meinen Motorradführerschein gemacht habe, habe ich diese Afrika-Twin. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Reise hier aus Marokko, aus der Dadis-Schlucht, wo eine Menge los ist, Verkehr und schöne Natur. Und das ist nicht der einzige Ort, an dem wir hier in Marokko, also Kini und ich, yo, eine Honda, yo, waren. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Hi ihr Lieben. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Caroline, 35 Jahre. Es ist verdammt laut hier. Leute, ganz viele. Yay. Yay. Wuhu. Ganz viel los hier. So, wann ganz endlich losgehen? Ey, Leute, ist unfassbar. Also, ich bin Caroline Besseling, 35 Jahre. Und als ich mit 29 meinen Motorradführerschein gemacht habe, da habe ich, verdammt ist das scheißen laut hier. Mann. Als ich mit 29 meinen Motorradführerschein gemacht habe, da habe ich diese Afrika-Twin gekauft und sie Queenie genannt, weil ihr Name bedeutet in Anlehnung an ihren Ruf Königin der Wüste. Oh Mann. Oh Gott. Das ist eine GoPro, die kann das ab. Genau. Leute, es läuft. Es läuft, ja. Es läuft bei uns. Hallo aus der Weltraumkapsel Karos Helm. Hier geht der Stepp. Du hast die Kamera noch an. Ja. Boah, krass. Das ist extra so. Wir müssen wirklich aufpassen, was hinterher. Nicht, dass dann. Oh, nach der Reise stehe ich richtig schlecht da, dann mag mich keiner mehr. Das glaube ich nicht. Doch. Nach der Reise mag niemand mehr Marokko wahrscheinlich. Mich mögen nur die Leute, die mich nicht kennen, das weiß ich ja selber am besten. Ich kenne mich, ich kann mich selbst nicht sagen. Nee, läuft nur. Die habe ich gerade angemacht. Du hast gerade jetzt angemacht. Okay. Ich lasse so mein Essen so an der Ecke vom Tisch stehen und dann kann man so richtig cool. Das ist doch knotig. Was machst du denn da? Ich musste das wegnehmen. Der Volkmar hat gesagt, wir sollen das auf den Stuhl stellen. Weil ich nicht gut bin. Nur Ärger mit den Jungs hier, ich sage es euch. Hat niemals mit anderen Sternzeichen weg als mit Jungfrau. Nimm den auf. Ist jemand hier Jungfrau? Ich bin Löwe. Löwe? Löwe. Oh. Wow.
Achso, ich kann winkeln gehen hier? Oder was? Achso, meiner. Ah ja, okay, sorry. Siehst du hier oben die Scheinchen? Ja. Das ist anders, ne? Ich mach mal deine Cam aus. Diese Passage, die schon für uns Gesunde tricky zu fahren ist, fordert ihren Tribut vom angeschlagenen Volker. Als er auf die Gruppe trifft, trifft es ihn. Trifft ihn der Schlag. Willkommen zu Dreschluft. Ah, oh, okay. Können Sie das nochmal sagen, bitte? Again? Ja. YouTuber. Yes. Ja, it's good. You're welcome. Thanks. Jo Leute, ich melde mich jetzt mal hier aus der Zukunft, also nach der Reise. Die Elektrolyte, die Volker da jetzt gekauft hatte, konnte ich gar nicht mehr nehmen, bevor ich mich übergeben habe, weil das ist dann doch schneller passiert, als ich dachte. Ich habe das dann im Nachhinein trotzdem noch versucht, irgendwie aufzufangen mit der Elektrolyte und hatte echt noch den Plan und die Hoffnung, an dem Tag nach Fest zu fahren. Stopp, neuer Satz, mit den Elektrolyten, nicht mit der Elektrolyte. Ah, okay. Also. Ich kann das so nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das bringt mich voll raus. Ich glaube, ich bin lieber unperfekt und mache es dann falsch irgendwie. Okay. Also ich glaube, ich mache, weiß ich nicht. Den Elektrolyten, das habe ich ja noch nie gesagt. Das ist irgendwie nicht so drin in meinem Kopf. Das hört sich auch richtig falsch an, aber egal. Den Elektrolyten. Hast du gestern gegoogelt sogar. Also, wie, zack, 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 weiter, einfach weiter. Mein Arsch tut weh, ey. Shit, Mann. Wir sind dann noch ein gutes Stück weitergekommen, bis es für mich echt nicht mehr ging. Einige schlossen. Ja, okay. Das ist übrigens total toll, von Markus' dummen Gesabbel und Karos Lachen geweckt zu werden. Ja, Markus ist einfach zu lustig. Wir haben heute Morgen besprochen, wie es ist, im Schminken, im Liegen, im Schminken sich zu liegen. Im Schminken sich zu liegen. Ja. Und falls Sie beim Schminken einen Lippenstift verschlucken, achten Sie auf ein veganes Produkt. Oh, lecker! Dein Akku ist bald leer, Volker. Ich habe nur gerade 9 reingetan. Echt? Das sieht irgendwie so leer aus in der Anzeige. Ach, da unten. Naja, okay. Aufnahme läuft. Benehmt euch. Machen die mal. Du musst halt die Klappe machen. Ja, genau. Okay. Gut. Glaswechsel. Also. Oh nein! Ich mach dich kaputt. Film die zweimal. Da sind zwei da. Hört auf zu lachen. So, zurück zum Ernst des Lebens hier. Wir wollten jetzt mal hier beim Abendessen, dem allerletzten dieser Reise, mal die Reise Revue passieren lassen. Ich denke, den jetzt sag ich mal Zoom. Hoch, ob die Vibrationen vom Boot. Guck mal, ist nicht übertragen. Fühl mal am Tisch. Egal, da müssen die Zuschauer halt irgendwie mal ein bisschen ihre Augen anpassen jetzt. Also man muss auch mal ein bisschen herausfordern. Scheiße, dass du raus, was du schreibst, ne? Was? Ja, natürlich schreibt das raus. Das will doch keiner hören. Also, von daher, Markus. Lach schon wieder. Professionell. So, wunderbar, hochprofessionell hier, ohne Mikro, alles hier. Völliges Abenteuer, geht weiter. In diesem Sinne. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt Caro unterwegs.